Wir befinden uns in Niedersachsen irgendwann in der Mitte bzw. Ende der 80er Jahre. Meine Eltern haben mich und meinen Bruder geschnappt und wir sind auf Besuch bei meiner Tante. Langweilige Familienbesuche. Da ist noch nicht einmal wer mein Alter zum Spielen. Als wir jedoch ankamen, war auch mein Cousin da. Der war zu der Zeit Informatikstudent und hatte da so einen komischen grauen Kasten stehen. Ich zeig euch mal was, sagte er und legte eine Kassette ein. Nach kurzer Zeit erschienen bunte Grafiken auf dem Bildschirm. Er drückte mir einen komischen Stock mit Knöpfen in die Hand und damit konnte ich auf dem Flimmerkasten etwas bewegen. Um mich war es geschehen und das Spiel fixte mich für ein Hobby an, das mich mein Leben lang begleiten sollte. Lange, lange hatte ich vergessen, wie das Spiel heißt und bin erst durch einen Podcast durch Zufall drauf gestoßen. Es ist das erste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Das Spiel war Park Patrol für den C64. Park Patrol erschien ursprünglich 1984 und wurde von Activision veröffentlicht. Bei uns in Europa erschien es erst 3 Jahre später, 1987. Zu dem Zeitpunkt hatte der C64 schon einige Jahre auf dem Buckel, war aber immer noch ungebrochen beliebt. Die Entwickler wussten so langsam, was sie mit der Technik alles anfangen konnten und Klassiker wie Pirates, Maniac Mansion und Barbarian erschienen im selben Jahr und gelten heute immer noch als zeitlose Klassiker. Park Patrol war damals trotz der starken Konkurrenz recht beliebt und kassierte in der Spielepresse Wertung um die 70% ein. Dazu muss man bedenken, dass eine 70er Wertung damals noch wesentlich mehr wert war als heutzutage, wo man ja fast denkt, alles unter 80% ist Mist. Neben dem C64 erschien das Spiel auch auf dem ZX Spectrum und den Amstrad CPC. Die Prämisse des Spiels ist dabei sehr, sehr simpel. Ihr müsst Sachen einsammeln. Ihr arbeitet nämlich als Parkranger im Pocknose National Park. Die Touristen da sind nicht sehr gut erzogen und lassen überall ihren Müll rumliegen. Das könnt ihr als treuer Staatsangestellter natürlich nicht zulassen und haltet den schönen Park sauber. An diese Tatsache konnte ich mich die Jahre übrigens immer erinnern. Irgendein Spiel, wo man rumlaufen muss, auch mal auf dem Fluss unterwegs ist und Müll aufsammelt. Aber nicht nur auf den Müll muss aufgepasst werden, sondern auch auf die dummen Touristen. Die unterschätzen nämlich anscheinend die Strömung im Fluss und ertrinken auch gerne mal. Eigentlich wäre es ja die gerechte Strafe, aber naja, der Park braucht ja auch leider Besucher. Aber wieso tut ihr das Ganze überhaupt? Was ist eure Motivation? In eurem Park leben die letzten Exemplare der Plattschwanzflecknatter. Und durch den ganzen Müll wären die armen Wesen noch mehr bedroht. Also, wenn das mal kein Grund ist. Grundsätzlich ist das Spielbildschirm immer in 2 Hälften aufgeteilt. Oben ist das Ufer und unten ist der Fluss. Auf dem Fluss könnt ihr mit eurem schönen gelben Gummiboot herumschippern. Zwischen Land und Wasser könnt ihr immer hin und her wechseln. Grundsätzlich müsst ihr an Land Müll einsammeln und im Wasser Müll bergen und die Ertrinkenden retten. Vor allem letzteres ist wichtig. Stirbt ein Tourist, verliert ja auch ein Leben. Da stelle ich mir abends beim Gespräch mit dem Vorgesetzten echt heftig vor. So, so, ein Tourist ist ertrunken. Na, tut mir leid, aber Strafe muss ich sie töten. Seltsame Arbeitsbedingungen. Neben dem Stress durch euren Vorgesetzten stresst euch auch die Umwelt. Quasi alles möchte euch gerne töten. Schildkröten, Schlangen und Ameisen an Land. Und auch das Wasser ist durch die herumtreibenden Baumstämme nicht sicher. Faustregel, berührt ihr etwas, was ihr nicht solltet, verliert ihr ein Leben. Aber so ganz wehrlos seid ihr zum Glück nicht und es gibt wenigstens für die Schlangen im Wasser ein Abwehrspray. Ihr beendet ein Level, in dem ihr allen Müll aufgesammelt habt. Ihr habt natürlich nicht alle Zeit der Welt für euren Einsatz. Bei der Limitierung waren die Entwickler aber etwas kreativ. Es gibt nicht einfach eine schnöde Zeitanzeige, sondern einen Kalorienwert. Die Arbeit ist nämlich anstrengend und ihr verbraucht ordentlich Energie. Eine nette Idee, die Funktion ist aber klassisch. Im Level könnt ihr aber auch einfach in eure Hütte gehen und dort euren Kalorienvorrat auffüllen. Das geht aber natürlich auch nicht unbegrenzt. Und vor allem, weil sich die Ameisen auch gerne mal an euren Vorrat bedienen und euch das Essen klauen. Die kleinen Insekten sollte man daher also immer zuerst ausschalten. Solltet ihr ein Level beendet haben, werden euch die übrig gebliebenen Kalorien auf eurem Konto gutgeschrieben. Habt ihr 20.000 davon über, bekommt ihr ein extra Leben. Mehr bietet das Spiel auch nicht und ehrlich gesagt, das muss es auch gar nicht. Die Level sehen natürlich immer gleich aus, werden aber natürlich auch immer schwerer. Macht Park Patrol Spaß? Für mich persönlich ist es ein klares Ja. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Hier wird euch ein solides, unkompliziertes Arcade-Action aus den 80er Jahren geboten. Auch technisch ist das Spiel für seine Zeit durchaus gelungen. Die Grafik zeichnet durch die wenig vorhandenen Farben natürlich ein eher karges Bild. Das Wasser ist allerdings recht ordentlich animiert und zeigt teilweise sogar kleinere Wellen. Das macht das Gewässer dann doch noch einigermaßen glaubwürdig. Der Sound ist ebenso gut geraten und begleitet euch unauffällig, aber stets passend durch die Abschnitte. Das war mein Test zu Park Patrol für den C64. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.